Der Meisterjahrgang 1962 feiert 50-Jähriges und die Handwerkskammer Koblenz lädt zur feierlichen Verleihung des Goldenen Meisterbriefs am 25. Oktober nach Koblenz ein. Unter den 120 Altmeistern ist dann auch Arno Sommer aus Straßenhaus. Vor einem halben Jahrhundert bestand er die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk und schuf mit seinem fachlichen Wissen die Basis für den Familienbetrieb, der sich seitdem erfolgreich entwickelte. Ganz dem Automobil und der Kundschaft verpflichtet, bringt sich Arno Sommer noch immer im Unternehmen ein und kümmert sich um die großen und kleinen Dinge des Kfz-Alltags. An die Meisterprüfung und seine Pläne danach kann er sich noch immer gut erinnern. Die Pläne war halt eben, selbstständig zu machen. Und das ist schon 1959 erfolgt, ein Vierteljahr, und dann musste ich zum Bund. Der hat mir dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber seit 1961 habe ich dann die Werkstatt eröffnet. Da war also noch der Rest von der Tankstelle, ein kleines Ölkabinett, und das war im elterlichen Betrieb von vorne aus noch durchzufahren. Und habe aufgebaut mit dem, was ich konnte. Dann hatte ich die Frau, die Bürosachen gemacht hat, der ich sehr, sehr viel verdanke. Und auch wenn sich der Betrieb und auch die Fahrzeuge in 50 Jahren rasant verändert haben, lässt Arno Sommer keinen Zweifel daran aufkommen, dass er alles genauso wieder machen würde. Da bin ich heute noch felsenfest von überzeugt, und das ist auch nach wie vor meine Meinung. Und ich bereue auch keinen Tag, selbstständig zu sein. Ich würde es wieder tun. Ich sage ja, jeden Morgen, wenn ich durch die Tür komme, freue ich mich hier über den Anbau, dass das so gelungen ist und dass die Kinder das auch übernommen haben. Das gilt auch für die Metzgerei Engelbert in St. Goar, denn auch hier ist der Betrieb Familiensache. Mit seinem Meisterbrief von 1962 hat Jürgen Engelbert eine wichtige Grundlage für das Unternehmertum innerhalb der Familie gelegt. Auch wenn die Wurst- und Fleischverarbeitung bereits auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken konnte. So setzte der heute 72-Jährige als junger Fleischermeister ein familiäres Vermächtnis fort. Seit ungefähr 1700 ist das in der Familie. Mein Ober-Urgroßvater, die waren ja alle schon Fleischer. Ich habe 1962 die Meisterprüfung in Landshut abgelegt und hatte die Pläne, mich irgendwann einmal selbstständig zu machen. Und das ist mir auch gelungen, und zwar 10 Jahre später in Kirchberg. Ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft. Meine Frau, meine Töchter, beide Töchter haben den Meister. Und mein Schwiegersohn ist jetzt der Inhaber des Betriebes. Mit mittlerweile 2 Verkaufsstellen, eine in Bobbert und eine in Oberwesel. Eine Entwicklung des Betriebes, die nicht von ungefähr kam. Mit hochwertigen Wurst- und Fleischwaren und immer neuen Ideen in der Kundenansprache ist der Familienbetrieb erfolgreich, in dem Jürgen Engelbert noch immer gerne anpackt. Der Kontakt zu den Kunden ist dem Goldenen Meister wichtig. Und so bringt er sich täglich im Verkauf ein und ist zu Recht stolz auf das, was er aufgebaut hat. Ich bin stolz darauf, dass das so weitergeht, dass das noch heute so besteht. Ja, und ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben jetzt, wie es ist und wie es war. Auf sein unternehmerisches Lebenswerk voller Zufriedenheit und Stolz kann auch Druckermeister Wilhelm Perz aus Koblenz zurückblicken. Der 76-jährige Handwerksmeister bringt sich in den Alltag immer noch gerne ein. Dann umgibt den Handwerksmeister auch technisch eine Entwicklung, die vom Druck mit Bleilettern vor 50 Jahren über den Offsetdruck zur Digitaltechnik führte. Und dennoch haben Maschinen wie der Heidelberger Tiegel ihren festen Platz in der Druckerei und kommen unter den geübten Griffen von Wilhelm Perz zum Einsatz. Erinnerungen an die Zeit, als alles begann. Wir hatten die Firma zuerst in der Schützenstraße. Das war in der Nachkriegszeit natürlich von Vorteil. 1945 im Mai wurde der Strom ja von der Keba gelegt und wir hatten als erste Druckerei den Strom. Den Aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg folgte die Zeit des Kalten Krieges. Im Meisterjahr 1962 eskaliert der Ost-West-Konflikt mit der Kuba-Krise, was auch Auswirkungen auf die Druckerei Perz hat. Natürlich hat man mitgedacht, das war ja nicht nur die Kuba-Krise, das war vorher noch die Korea-Krise. Es war ja eine Krise, reihte sich an die andere. Und wir haben zum Teil auch in diesen Krisenzeiten schon mal Papier vorgeordert, haben es vorfinanziert, weil wir einfach dachten, wenn da mal ein Lieferengpass ist in 2-3 Wochen, dann stehen wir nicht auf dem Trockenen da.
politisch war natürlich diese Konfrontation Ost und West, die immer Ängste aufgebaut hat, die erst dann im 89. und 90. Jahr des vergangenen Jahrhunderts das Ende mal gefunden hat. Und wir können ja froh sein, dass wir hier im europäischen Raum über 60 Jahre Frieden haben. 60 Jahre Frieden in Europa. Für die Wilhelm Perz, der als Kind noch den Zweiten Weltkrieg miterlebte, Voraussetzung für ein gutes Leben, wie der Meisterbrief eine für erfolgreiches Unternehmertum ist. Der Meisterbrief ist im Grunde genommen eine Qualifizierung. Es ist ein gewisses Selbstverständnis, dass man als Betriebsinhaber den macht, weil es auch das Selbstbewusstsein stärkt. Es ist gegenüber dem Kunden immer noch ein Prä. Und ich glaube auch, dass der Meisterbrief seine Gültigkeit nie verlieren wird. Ein klares Bekenntnis für den Meisterbrief von einem, der es aus 50-jähriger Erfahrung wissen muss. Ein klares Bekenntnis gibt Wilhelm Perz auch mit Blick auf seine Mitarbeiter ab, die ebenfalls Säule des Unternehmenserfolges sind. Ich habe gute Mitarbeiter, die alle 40 Jahre, 30 Jahre, 20 Jahre bei uns beschäftigt sind, die auf die Wünsche der Kunden eingehen. Wir haben so manche Nische entdeckt, die zu klein ist für die Großen, aber groß genug ist für die Kleinen. Mit dieser Unternehmensstrategie gestaltete Wilhelm Perz ein halbes Jahrhundert den Familienbetrieb, den er inzwischen an Sohn Markus übergeben hat. Und doch macht der goldene Meister klar, wo sein Platz ist und warum ihm die Arbeit auch nach 50 Jahren immer noch Spaß macht und ihn fordert. Ich bin hochzufrieden, weil die Arbeit mir immer Spaß gemacht hat. Wenn die Arbeit keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aus dem Betrieb wegbleiben. Und ohne Freude an der Arbeit geht es halt nicht. Man hat den Kontakt zu den Kunden, was einen, wenn man sagt, 75 Jahre auch jung hält. Da bleibt der Geist rüstig und der Körper wird auch nicht geschont. Und es hat mir immer Spaß gemacht.